Hey Leute, was geht ab? Euer PaxWader ist am Start und heute jetzt am ersten Tag der Squad-Builder-Woche. Ich hatte euch in der letzten Woche ja gefragt gehabt, ob ihr eine Squad-Builder-Woche sehen möchtet und eigentlich waren alle dafür. Deswegen bringe ich ab heute bis Freitag jeden Tag einen Squad-Builder raus. Die normalen Serien wie Trainerkarriere, Neymars Casino und so weiter werden natürlich weiterlaufen. Das heißt, es gibt auch an manchen Tagen zwei Videos, Leute. Also freut euch drauf. Auf jeden Fall spielen wir heute in einer 3-4-3 Formation. Ich muss sagen, die Formation ist zwar nicht schlecht, aber nochmals würde ich sie nicht spielen, würde ich mal so sagen, weil drei Verteidiger ist mir einfach zu wenig. Ich brauche eigentlich immer so vier Verteidiger, deswegen mag ich ja auch 4-2-3-1, 4-3-3 und so weiter. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier zum Team. Im Tor haben wir Coltorti in Form von RB Leipzig aus der zweiten Bundesliga. Da kann man irgendeinen beliebigen zweiten Bundesliga-Torhüter ebenfalls reinstellen. Aber Coltorti macht seinen Job eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kostet auch nicht viel, 15.000 oder 20.000. Keine Ahnung, was ich dafür ihn bezahlt habe. Auf jeden Fall ist er eigentlich kein schlechter Spieler. Auf jeden Fall ist das gesamte Team ein 100k NLW Hybrid-Team mit einem Transfer. Und den Transfer seht ihr wahrscheinlich schon im Sturm, nämlich Shinji Okazaki. Der spielt jetzt in der Barclays Premier League und nicht mehr bei Mainz 05. Auf jeden Fall gehen wir weiter zur Verteidigung. Da haben wir der linke Innenverteidiger, spielt bei Fortuna Düsseldorf, ebenfalls in der zweiten Bundesliga. Er heißt Avivor, hat 70 Tempo, 65 Defensive und 74 Physical und meiner Meinung nach der beste Verteidiger der Abwehr in diesem Team. Dann kommen wir hier noch zu einem anderen Düsseldorfer Spieler, nämlich Soares. Und so Ares, ja Leute, der ist überhaupt nicht gut. 58 Tempo, das merkt man sowas von in-game. Der wird sowas von schnell überpaced von, ja nicht mal schnellen Stürmern, sage ich mal. Von mittelmäßigen Stürmern wird er trotzdem überpaced und so weiter. Also so Ares eigentlich keine Kaufempfehlung, aber der muss dahin, weil das Team sonst halt kein NLW mehr ist. Deswegen muss da so Ares unbedingt hin. Der rechte Innenverteidiger ist Pancek. Und Pancek und Avivor, die sind eigentlich beide gut, aber ich finde, wie gesagt, Avivor noch ein bisschen besser, ist ein bisschen zweikampfstärker und Pancek ist halt der ein bisschen schnellere von den beiden auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich der einzigste Schwachpunkt von diesem Team ist eigentlich so Ares bloß. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter zum rechten Mittelfeldspieler, dann haben wir Ivan Perisic in Form und Perisic, ja, ist ein richtig guter Mann, 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, also mehr dazu muss ich nicht sagen. Zu Gustavo muss ich, denke ich mal, auch nicht sagen. Ein Abräumer pur. Hosogai, ja, könnte besser sein. So eine kleine, sage ich mal, eine schlechtere Variante von Gustavo. Ist aber auch so ein defensiver Mann. Auch nicht so groß wie Gustavo. Aber Hosogai ist halt immer ein bisschen schlechter, weil er hat 75 Gesamtbewertung und Gustavo hat halt 82. Daran erkennt man zwar wahrscheinlich auch schon Hosogai. Wie gesagt, macht aber seinen Job nicht schlecht. Aber schießen sollte man mit ihm nicht. Genauso wenig wie mit Gustavo, beide können überhaupt nicht schießen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum linken Mittelfeldspieler, haben wir Inui von Eintracht Frankfurt. Und er ist halt auch ein Japaner, genauso wie Hosogai und wie meine Stürmer da vorne auch. Ihr seht es wahrscheinlich schon, ja, ihr seht es, ihr seht es, Punkt, aus, Ende. Auf jeden Fall 82 Tempo hat Inui, 79 Dribbling, das sind die beiden Werte, die denke ich mal so rausstechen. Aber ebenfalls kann man mit ihm nicht schießen, passen geht eigentlich noch, die Pässe kommen so gut wie eigentlich alle an, aber schießen, ne, überhaupt nicht gut. Genauso wie unser linker Flügelmann, nämlich Yuto Nakatomo von Inter Mailand. Der hat zwar nur Tempo, hat 88 Tempo, 54 Schuss und 72 Dribbling. Also er kann eigentlich alles außer schießen, Leute. Er stand manchmal alleine vorm Keeper und hat ihn einfach nicht gemacht. Er hat ihn 5 bis 10 Meter daneben geschossen, Leute. Also Nakatomo, also eigentlich wie unser ganzes Mittelfeld, außer Perisic, kann halt nicht schießen und Nagatomo kann auch nicht schießen. Aber dafür sind unsere anderen beiden Stürmer da vorne umso besser. Nämlich Shinji Okazaki, den Typen liebe ich einfach. Deswegen habe ich dieses Team eigentlich auch erstellt. Weil ich mag ich liebe die Mainz 05 Variante. Habe ich ja mein Bundesliga-Team und mit den Mainz 05 Okazaki habe ich schon über 200 Spiele. Deswegen habe ich mir einfach mal den Okazaki von Leicester City ja gegönnt. Und Leicester City Okazaki ist eigentlich genauso wie der Mainz 05 Okazaki. Okay, die Werte sind ja alle gleich, aber halt der Verein nicht, ist halt nicht gleich. Und ich muss sagen, ja,
Ist genauso wie der Mainz 05-Spieler. Ich liebe diesen Typen, Shinji Okazaki. Auf jeden Fall ein richtig geiler Stürmer. Kommen wir noch zum letzten Spieler. Haben wir Mare. Ich hoffe mal, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er spielt auch in Leicester City in der Barclays Premier League. Und Mare ist ein richtig guter Spieler, muss ich sagen. Hat, glaube ich, zwar kein Tor gemacht, aber seine Laufwege, seine Pässe kommen immer richtig gut an. Er ist schnell genug, hat zwar nur 3 Sterne Skills, aber ja, ist halt Linksfuß und kann deswegen mal auch abziehen aus der rechten Position. 85 Tempo, 80 Dribbling sind auch so zwei Werte, die eigentlich richtig gut sind. Dazu noch 72 Schuss und 72 Schuss ist für dieses Team schon eigentlich richtig gut, wenn man mal hier Nakatomo mit 54 anschaut oder Inui mit 68 oder sogar mit 56, Gustavo mit 58. Also dieses Team ist definitiv nicht auf Schuss ausgelegt. Eigentlich ist dieses Team mehr auf Kreativität ausgelegt, weil wer spielt so ein Team schon, Leute? Also ich denke mal, ich bin einer der wenigen, der so ein Team spielt, weil ich liebe einfach Okazaki und das ist das alles, was zählt, denke ich mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich denn fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch ein paar Tor-Szenen, also bleibt definitiv dran. Ihr könnt ja mal ein paar Tipps oder Kommentare schreiben für die nächsten Squad-Bilder. Das morgige Squad-Bilder mache ich schon fertig. Das heißt, ich kann eure Kommentare erst halt heute lesen, aber ich kann dann halt, sage ich mal, eure Squad-Bilder-Wünsche Mittwoch oder Donnerstag verwirklichen, sage ich mal. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt definitiv noch dran. Jetzt folgen noch ein paar Tor-10. Haut da rein. Euer Pexwiller ist raus. Tschüssikowski und ciao. Go!